Ja, wir sind hier bei der OSI Food Solutions Germany GmbH in Duisburg und wir sind Teil eines global agierenden Unternehmens, das weltweit aktiv ist. Und wir sind hier seit 1988 hier am Standort tätig und produzieren ausschließlich Hähnchenfleischprodukte und etwa 35.000 Tonnen im Jahr. In Zusammenarbeit mit führenden Foodservice- und Einzelhandelsmarken entwickeln wir seit über 100 Jahren innovative Nahrungsmittelkonzepte und Lösungen für unsere Kunden aus der Systemgastronomie und dem Handel. Und damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag der Lebensmittelversorgung. Ja, wir haben uns für die REWE Porsche 1000 entschieden, weil es sehr wenige Vormaschinen auf dem Markt gibt, die den Anforderungen gerecht werden können, um eine Produktion zu gewährleisten mit unseren Anforderungen. Wir haben viele Erfahrungen sammeln können mit dem REWE Porsche, vorher mit den 630ern und haben dadurch die Vorteile von den Low-Pressure-Systemen kennengelernt. Und dadurch war es für uns nur der richtige Schritt, die nächste weitere Entwicklungsstufe anzugehen. Und das war eben die Zusammenarbeit mit Marel auf den REWE 1000 zu gehen. Also der REWE Porsche bringt viele Vorteile mit sich. Und durch die Umstellung von zwei REWE Porsche 630ern auf 1000er ist ein wesentliches Kriterium, was uns natürlich dazu bewogen hat, diese Umstellung zu machen, ist der geringere Stellplatzbedarf. Aktuell brauchen wir für eine Bestückung einer Linie jeweils zwei Füllmaschinen, zwei X-Ray-Geräte und zwei Vormaschinen. Und mit dem verringerten Platz, den wir dann benötigen, reicht es eben aus, von jeder Maschine nur eine zu nehmen. Durch die Nutzung einer effizienten Maschine anstelle von zwei Vormaschinen, ja, gelingt es uns auch, einen signifikanten Energiereduktion zu erzielen. Und das macht sich vor allen Dingen bemerkbar bei der verminderten Bedarf der Druckluft, ja, weil Druckluft ist eines der teuersten Energiemedien, die man hat. Und je weniger man davon benötigt, um die Formung zu machen, desto besser ist es. Die weiteren Vorteile sind ganz klar auf der Hand auch, dass wir weniger Formwalzen-Equipment benötigen, wenn ich nur eine Maschine laufen habe, als wenn ich zwei Maschinen im Einsatz habe. Weiter ist es auch von großem Vorteil, dass wir die Wartungszeiten reduzieren können und ebenso die Ersatzteilbevorratung und natürlich auch die Ersatzteile an sich. Die weiteren Vorteile sind im Bereich der Formung natürlich. Mit der Entwicklung ist die neue Anordnung über die Helix Drum. Die Helix Drum beinhaltet, dass es einen leichten Versatz von den einzelnen Formen auf der Formwalze gibt. Dadurch wird weniger Druck benötigt bei der Ausformung. Und wenn ich mehr Druck auf das Material ausübe, kann es auch zu einer Texturveränderung in dem Füllgut letztendlich kommen. Weiter ist es bei dem Formgewicht für uns sehr wichtig, dass wir eine konstante Form, ein konstantes Gewicht haben. Ja, und das erzielt die Maschine ebenfalls durch eine Anpassung in dem Bereich der Füllkonstruktion. Und die Standardabweichungen bei der REWE 1000 sind bedeutend geringer in den Formgewichten als bei den vorherigen Maschinentypen. In meinen Augen hat die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des REWE 1000 zwischen beiden Teams von Marel und OSI sehr gut funktioniert. Durch die professionelle Arbeit von Marel hatten wir stets das Gefühl, dass unsere Anforderungen an die Maschinen und die Technologie Berücksichtigung finden. Marel gab uns stets das Gefühl, uns bei allen Entwicklungsoptimierungen zur Seite zu stehen. Wir haben an der Entwicklung der Maschine seit 2007, 2008 gearbeitet und schon nach den ersten Tests, die wir damals durchgeführt haben, war es uns klar, welche Vorteile die Maschine für unsere Anwendungstechnologie mit sich bringt. Wir haben dann im Laufe der Jahre zusammen mit dem Team von Marel und unseren Entwicklungsabteilungen an den Optimierungen und Verbesserungen der Maschine gearbeitet und das Ganze geschah dann bei laufender Produktion, sodass wir auch die Verifizierung der umgesetzten Optimierungen und Verbesserungen direkt sehen konnten. Alles in allem kann ich nur sagen, dass es ein toller Erfolg ist von Marel und uns und wir können darauf stolz sein, dass wir das gemeinsam geschaffen haben.